aus unserem Land stammt und so weiter, könnt ihr das beweisen und ähnliches mehr. Hier ist die Europäische Union im Moment im Verhandeln mit einer Reihe dieser Staaten. Da wird es letztendlich auch um Entwicklungshilfe und vieles andere mehr gehen. Und da wurde mir am letzten Montag in Brüssel gesagt, dass man in der EU-Kommission zuversichtlich ist, doch zumindest mit einer Handvoll Staaten schon in den nächsten Wochen zu Vertragsabschlüssen zu kommen, dass der Kooperationsbereitschaft größer ist. Aber zu der ursprünglichen Frage zurück, das sind die häufigsten Beispiele, wo eben schon vom Herkunftsland her keine Kooperationsbereitschaft da ist. Das gilt vor allen Dingen für Staaten in Afrika und einige wenige in Asien. Umgekehrt haben wir die Erfahrung gemacht, zum Beispiel im Balkan haben wir mit den allermeisten Ländern überhaupt keine Probleme. Und ist ja da auch dieses Flüchtlingswesens deutlich zum Erliegen gekommen. Serbien, Mazedonien, Albanien, da hatten wir vor zwei Jahren größere Flüchtlingszahlen. Dann haben wir die Betreffenden in Kooperation mit den Herkunftsländern sehr schnell wieder zurückgeführt in ihre Heimat. Und dann bricht vor allen Dingen die Schleuserkriminalität zusammen. Weil wenn das mit der Rückführung relativ schnell funktioniert, dann spricht sich rum, dass die, sag ich mal fiktiv, 3000 Dollar für den Schleuser zum Fenster hinausgeworfen waren, wenn man sich innerhalb von dann 3 Monaten wieder in seinem Heimatdorf wiederfindet. Aber genau da müssen wir hin. Weil sobald das Geschäftsmodell der Schleuser zusammenbricht, dann findet auch bei weitem nicht mehr so viel statt. Wir haben seit dem 1. Juli 2017 haben wir im Transitzentrum insgesamt ca. 1000 Personen untergebracht und weitergeleitet. Und ich habe vorhin die Frau Öres gerade noch mal gefragt, von diesen 1000 Personen, also momentan sind 500 in der Pionierkaserne, sind circa 10, die jetzt seit Juli letzten Jahres da waren. Sprich, das ist im Promillebereich. Diejenigen, die es schon schriftlich haben, dass sie nicht da bleiben dürfen, aber eben nicht freiwillig gehen und es noch nicht möglich war, sie zwangsweise abzuschieben, dann kann es sein, dass sich mal ein Aufenthalt hier ungewöhnlich verlängert. Aber das liegt dann an der betreffenden Person, die sich eigentlich gar nicht mehr hier aufhalten dürfte, für die dieser Rechtsstaat rechtskräftig entschieden hat, dass sie nicht in Deutschland bleiben darf. So. Und wenn sie sich dann trotzdem, obwohl sie einen rechtskräftigen Bescheid hat, das Land zu verlassen, die betreffende Person sich trotzdem noch in unserem Land aufhält, dann ist das wiederum wieder ein Punkt, bitte, dann kann das nicht diesem Staat vorgeworfen werden. Denn die Aufforderung an den Betreffenden, die Betreffende ist ja, unser Land zu verlassen. Und die Tür dafür steht ihm jederzeit offen. Und wenn der oder die Betreffende sich immer noch in Ingolstadt aufhält, dann liegt das daran, dass er nicht bereit ist, bislang freiwillig zu gehen, aber auch noch nicht abgeschoben werden konnte. Aber dann bitte ich wieder, diesen Rechtsstaat nicht vorzuwerfen, dass die betreffende Person immer noch da ist. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt. Das ist aber auch das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen. Jemand, von dem definitiv feststeht, dass er nicht hier bleiben darf, da macht es keinen Sinn, den in einem Dorf im Bayerischen Wald oder im Allgäu oder sonst was erst noch in eine weitere Unterbringung zu bringen. Sondern da ist die Botschaft klar, es ist festgestellt worden, ebenfalls auch durch das Verwaltungsgericht, dass der Betreffende nicht da bleiben darf. Dann wird er nicht weiter verteilt, sondern soll er bitte in seine Heimat zurückkehren. Sonst macht ja das ganze Verfahren keinen Sinn. Zu vereinbaren, dass eben eine Ombudsstelle geschaffen wird bei der Regierung, die sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch für die Asylbewerber und Flüchtlinge Ansprechpartner ist, dass man ein Gesicht hat, dass man weiß, wen man ansprechen kann. Und das ist die Frau Öres, die steht da hinten, die das seit einiger Zeit ganz hervorragend macht. Und dafür bin ich der Regierung tatsächlich auch wirklich dankbar, dass das geklappt hat in der Art und Weise. Also wir sind als Stadt Regensburg nicht die, die diese Entscheidungen treffen, die auf Bundesebene getroffen werden. Wir machen die Gesetze nicht, aber wir werden auch keine Gesetze brechen hier in der Stadt, sondern schauen, dass wir im Interesse der Menschen handeln und die Zusammenarbeit da auch suchen. Immer. Jetzt in diesem ehemaligen Transitzentrum, das es jetzt dann ja nicht mehr gibt, sondern das ist dann alles eine Einrichtung, eine Ankereinrichtung, ein neuer Name. Aber in
vielen Bereichen für die Menschen, die dort untergebracht sind, natürlich die gleichen Probleme. Und uns als Stadt Regensburg ist daran gelegen, dass erstens alle Menschen, wie der Minister auch schon gesagt hat, die hier sind, tatsächlich menschenwürdige Umstände hier vorfinden. Und gleichzeitig ist uns als Stadt auch daran gelegen, dass der soziale Frieden in unserer Stadt nicht darunter leidet. Also dass wir im Umfeld dieser Einrichtungen, dieser zukünftigen Ankereinrichtung auch keine Probleme bekommen für die Menschen, die hier in der Gegend wohnen. Sie wollen gerne danke. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie der Herr Minister Herrmann jetzt gerade schon ausführlich berichtet hat, ist die Stadt Regensburg tatsächlich, und zwar schon seit es jetzt diesen erhöhten Zuzug gibt an Asylbewerbern, an Flüchtlingen in Regensburg, hat die Stadt Regensburg schon seit der Zeit sich immer um eine wirklich gute Zusammenarbeit auch mit dem Freistaat bemüht, im Interesse der Menschen. Wir haben von Anfang an unsere Bereitschaft erklärt, hier in Regensburg eine Erstaufnahmeeinrichtung auf diesem ehemaligen Bundeswehrgelände zu etablieren. Und wir haben auch von Anfang an uns um gerade die Themen gekümmert, um Sozialbetreuung, um Integration so schnell wie möglich und um gute Beschulung auch in unseren städtischen Berufsschulen und um gerade Bildung und Ausbildung, Weiterbildung, Kinderbetreuung. Das liegt mir von Anfang an am Herzen, das ist wichtig. Und ja, das Regensburg, die einzige Ankereinrichtung in Bayern ist, und das Verwaltungsgericht im Sitz der gleichen Stadt ist. Insofern wird das hier auch, der VP-Präsident war gerade in der Besprechung auch mit dabei, auch sozusagen auf kurzem Wege erleichtert. Das ist ein Wesen der Ankereinrichtungen, dass jetzt in Zukunft diejenigen, die einen Ablehnungsbescheid haben und Klage erheben, auch während des Klageverfahrens noch in der Ankereinrichtung bleiben sollen, um dann abzuwarten, ob sich nach dem VG-Verfahren was anderes ergibt oder ansonsten aus der Einrichtung heraus möglichst wieder in die Heimat zurückgebracht werden können. Klar ist, letzte Bemerkung, dass Zielsetzung ist, wer anerkannt wird, verlässt die Einrichtung, um dann woanders zu wohnen und zu arbeiten, das ist klar. Wer nicht anerkannt wird, soll in die Heimat zurückgeführt werden. Wer nicht anerkannt wird, wo es aber, und die Fälle wird es wahrscheinlich auch in Zukunft geben, es längere Hinderungsgründe gibt, dass jemand in die Heimat zurückgebracht werden kann, sage ich klar, die bleiben nicht über einen längeren Zeitraum hier. Wenn absehbar ist, dass in überschaubarer Zeit keine Rückführung möglich ist, dann kommen auch Abgelehnte weiterhin in eine Anschlussunterbringung, weil wir diese Einrichtungen ja brauchen, um eben die Verfahren weiterhin möglichst zügig hier durchzuführen. Ich hoffe aber, dass die Zahl solcher Fälle sich hier in überschaubaren Grenzen hält.